Hallo und willkommen zu Soul at Stake. Mein Name ist Felix und ich spiele heute als Kadaver. So, erstmal die Tür weghauen. Und ich bin gespannt, wie wir hier abschneiden werden. Ich hoffe, wir werden die Gambler zerschneiden und gut abschneiden. So, aber genug gequatscht. Jetzt erstmal zu den. Oh, da war die erste. Erster Hit drin. Oh. Und sie läuft hinten lang. So, Fenster weg. Okay, wenn sie hier weiter lang läuft, kriege ich sie. Ah, sie kann ausweichen. Habe ich dich? So, da war ich doch mal direkt hinter dir. Ich gehe jetzt zum Shop, hole mir eine Falle. Und dann jage ich weiter Gambler. So. Die müssen sie jetzt erstmal aufheben. Da habe ich ein bisschen Zeit. Zack. Eine Falle. Zack. Und da lief gerade jemand lang. Hallo. Und sie läuft in die Falle. Perfekt. So, der erste Schrein wurde aktiviert. Ärgerlich. So, ich hole mir einfach nochmal eine Falle und setze die einfach neu. Zack, hat ja gut geklappt. Und dann weiß ich, wo der Shop ist. So, wo war der Schrein? Ich glaube. Hier oben sind immer zwei. Ich glaube, der muss hier in der Mitte irgendwo gewesen sein. Ich schaue jetzt mal in die Richtung, in die ich die eine. Okay, da läuft jemand. Wahrscheinlich zur Heilung. Nein. Oh, knappe Sache. Habe ich dich einmal. Und sie hat sich wieder geheilt. Okay, sinnlos. Wenigstens habe ich ein paar mehr Münzen bekommen. Und die andere ist auch weggekrabbelt von ihrem Todesort, um sich retten zu lassen. So, da drüben ist die Falle. Das heißt, hier drüben muss irgendwo ein Aufgang sein, damit ich zum Shop komme. Zack. Oh, Shop, hallo. Ich glaube, ja, ich hole mir einfach noch eine Falle und setze sie jetzt hier hin. So, jetzt dieser Shop zumindest sicher. Das macht es den Gamblern deutlich schwieriger, weil sie jetzt zu diesem anderen Shop gehen müssen. So, und ich teleportiere mich weiter. Okay, der ist so gut wie fertig. Dort oben war auch einer, der so gut wie fertig war. Die ziehen hier ganz schön an. Die Gambler. Okay, der wurde noch gar nicht angefasst. Was machst du hier? Ah, sie wollte die Truhe plündern. Ah, wäre cool, hätte ich sie jetzt noch irgendwie erwischt. Doch, hab ich. Und jetzt direkt einen Sprint nachsetzen. Ah, komm schon. Komm schon. Nee. Chancenlos. Die bekomme ich nicht so einfach. Und der geht einfach zum. Ach, verdammt, ich wollte ihn einklemmen einmal. Jetzt mit dem Sprint nachsetzen. Hab ich dich. War das ziemlich clever, dadurch, dass sie immer angerannt kommen. Hallo, ich hab dich gesehen. Dadurch, dass sie immer auf mich zugerannt kommen. Okay, die macht jetzt die Tür zu. Ja. Clever. Zack, Tür kaputt. Oh, und dort hinten ist jemand in meine Falle gelaufen. Mir jetzt gar nicht so sehr aufgefallen. Okay. Habe ich dich? Und du liegst jetzt zum zweiten Mal. Du hast den Perk nicht mit und kann ich dich jetzt töten. Zack. Weg. Und ich hole mir einfach noch eine Falle. Dann mache ich den jetzt immer wieder sicher. Zack. Hol mir eine Maske. Fein gibt es jetzt nicht mehr für mich. Und eine Glocke. So, die sind dort hinten und wollen sich heilen. Und dort oben läuft auch einer lang. So, komm. Jetzt kann ich wenigstens beide mal schlagen. Einmal dich. Und einmal dich. So, sie aktiviert direkt ihre Kette. Und hier ist die nächste. Hallo. Oh, und da ist schon wieder jemand in die Falle gelaufen.
So, komme ich hin? Na, ach, der liegt schon, okay. So, ich nutze jetzt einfach mal den Sprint, um schnell da zu sein. Zack, da bin ich. Und tschüss. Du bist tot. So. Maske und Glocke. Okay, dort hinten hockt eine. Oder, ach nee, die sind zu zweit und teilen sich. Okay. Ah, die ist clever. Da kann ich sie nicht erwischen. So, ich gehe einfach mal weiter. Hallo. Einmal. Und da setze ich nach. Bang. So, ach, die liegt jetzt zum ersten Mal. Okay. Dann gehe ich wieder zum Shop. Maske, Glocke und hole mir dann die letzte. Der liegt da immer noch. Und Glocke. So, und ich sehe, die ist da. Habe ich einmal. Und sie hat die... Okay. Und sie ist... Ah, perfekt, dass ich die Maske habe. Dadurch habe ich in etwa gesehen, wo sie war. Wo sie gelandet ist. Nämlich in dieser Richtung. Okay. Und sie geht jetzt wahrscheinlich die andere heilen. Und zwar sind die, glaube ich, in dieser Richtung. Ach, dort oben liegt die eine. Okay, die müsste hier irgendwo liegen. Oder da drüben. Okay, sie wurde geheilt. Und ich sehe alt aus. Aber ich will sie alt aussehen lassen, drum... Waren die nicht hier irgendwo? Oder sind die weitergegangen? Weil wenn ich beide mit der Glocke erwischen könnte, wäre das ideal. Dann hätte ich gewonnen. Aber die sind clever und einfach weitergerannt. So, die halten sich auch von den Schreien fern, denke ich mal. So, hier sitzt auch niemand. Hier auch nicht. Ich hätte ja gedacht, dass sie hier oben irgendwo sind, aber... Ich sehe sie halt nicht und ich will jetzt nicht die Glocke verschwenden, um mir eine neue Maske zu holen. Ah, oh, der ist so gut wie fertig. Okay, die eine ist jetzt geheilt. Die andere auch. Okay, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Mist, ich hatte die Chance, sie beide niederzumachen, aber sie haben sich halt zu gut versteckt, beziehungsweise sind zu gut weggekommen. So, da sitzt niemand. Es leuchtet hier auch keine Aura auf. Die sind wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Dort waren sie. Verdammt. Okay. Sowas Blödes aber auch. Da war ich ein bisschen zu früh bei ihr. Okay, sie kann ich so nicht verfolgen. Und sie ist da. Sie hat mich geahnt. Und kommt jetzt wieder zurück. So, jetzt bin ich erstmal ganz weit weg von ihr. Okay, ich muss theoretisch einen Hit wenigstens landen, dann kann ich mit der Glocke nachsetzen. Aber bevor ich das nicht schaffe, wird es sehr schwierig für mich. Okay, da ist sie. Und da wurde der nächste Schrein aktiviert. Verdammt! Die ziehen jetzt an. Die muss hier hinten doch irgendwo sein. Also sie ist wahrscheinlich weitergelaufen. So, hier sind sie nicht. Hier unten auch nicht. Okay. Oh, die ist clever. Die weiß, dass sie so komisch laufen muss. Dadurch kriege ich keinen vernünftigen Sprint hin.
Kann sie mich sehen? Ja, wahrscheinlich kann sie mich sehen. Ah, die spielt wirklich gut, die beiden jetzt hier zum Schluss. Wäre cool, wenn du hier reinkommst. Oh, knappe Sache. Habe ich dich einmal? So, und jetzt gibt's die Glocke. Du lickst. Und du hast den Perk, dass du mehrfach liegen kannst. Okay. Den habe ich auch drin. Das ist ein ziemlich guter Perk. So, Maske und Glocke. Dort hinten. Und sie läuft dort über die Brücke. Und versucht jetzt zu dem Schrein zu kommen. Ich könnte mich teleportieren. Aber ich laufe einfach mal. Okay, sie weiß, dass ich in ihr bin. Verdammt, es wäre cool, wäre ich rangekommen. So, wo lang läufst du? Erstmal du eine. Und sie spielt die Stealth-Karte, okay. Gut, dann kann ich sie wenigstens umbringen. Da war es nur noch eine. Zack. So, auf zum Shop, Maske und Glocke. Sie muss noch zwei Schreine aktivieren. Das könnte sie sogar schaffen. Ich habe aber zum Glück noch genug Münzen. Und nur noch eine Glocke. Oh, das wird... Das wird eine Entscheidung jetzt. Du siehst hinten irgendwo. Was macht sie denn da? Sie steht einfach nur rum. Wartet sie oder was? Hallo. Einmal. Und sie hat die Heiltabletten. So ein Mist. Ich muss noch einen Treffer landen. Erst dann lohnt sich die Glocke. Okay, sie ist jetzt hier hinten irgendwo. Ach, verdammt. Sie kam mir entgegen, darum habe ich den Sprint abgebrochen. So, ich folge jetzt einfach. Natürlich habe ich keine Chance, so zu folgen. Na toll. Okay, sie hat wahrscheinlich Herzklopfen. Ach, dort hinten ist sie wieder. Okay. Ach, die hat garantiert auch wieder irgendwie was Besonderes in der Hand. Das ist halt das Ding, ich komme halt nicht hinterher. Also, bei Daylight gibt es wenigstens die Hedge und aus ist das Spiel. Oh, ich kann mir noch eine Falle holen? Okay, das ist nützlich. So, wisst ihr was? Sie kam jetzt immer von der Richtung. Ich setze hier einfach mal eine Falle hin. Und versuche mal mein Glück. Wenn ich Glück habe, erwische ich sie so. So, sie ist jetzt total auf diesen einen Schrein fixiert. So, der hier ist noch voll. Der hier hinten auch. Es gibt nur noch den Schrein dort oben. Und der hat jetzt auch nicht mehr so viel Aufladungen. So, wenn ich Glück habe, läuft sie in diese Random Trap. Und dann hätte ich gewonnen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich schaue nochmal, vielleicht gibt es ja noch irgendein cooles Item. Wenn nur noch ein Gambler lebt. Oh, ich bekomme sogar noch eine Glocke. Das ist ja schön.
Okay, sie ist nicht hier. Die muss hier aber irgendwo rumdümpeln. Denke ich mal, weil sie halt diesen einen Schrein machen muss. So, ich sehe sie dort hinten. Die sitzt dort hinten in der Ecke. Hier hinten. So, und... Und ja! Ja! Endlich! Ah, welche Genugtuung. Okay, das ist ja gut. Im Shop bekommt man immer wieder neue Sachen, wenn nur noch ein Gambler lebt, alle paar Sekunden. Das habe ich vorher noch nicht gewusst. Das ist ganz interessant. So, hier sind meine Punkte. Oh, die hat es mir aber jetzt wirklich nicht einfach gemacht. So, ich habe 6 Glocken genutzt, 5 Fallen, 8 Masken. Ich habe es, denke ich mal, ausgereizt. Aber ich glaube, sie hier, ich glaube, das war sie, mit 2x Heilpäckel, 4 Ketten und einer Stealth-Karte, die hat war auch nicht schlecht dabei. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!